Wir befinden uns heute im Zoopalast der Berlinale, wo gerade die Premiere von Alois, einem Film von Tobias Nölle, stattfindet. Der Schweizer Regisseur arbeitete dabei mit dem österreichischen Schauspieler Georg Friedrich zusammen und heraus kam eine wunderbare Mixtur aus Detektiv-Thriller und Liebesgeschichte. Der Film überzeugte mit seinem spannenden Plot und den verschiedenen Ebenen, auf denen sich die Handlung abspielte. Und auch die Kamera war wunderschön. Tobias Nölle konnte ich bei der Premiere zu einem Kurzinterview überzeugen, bei dem ich ihn fragte, wie es ist, als Regisseur zu schneiden. Das ist schwierig. Es geht einfach viel, viel länger. Normal würde man das sofort machen und bei mir hat es dann so 7 Monate gedauert. War sehr lange am Schneiden. Schneidest du deine Filme immer selber? Bis jetzt, aber ich probiere schon immer jemanden zu finden. Also den nächsten Film sicher nicht mehr. Und auch der Hauptdarsteller Georg Friedrich erzählte mir ein bisschen über seine Vorlieben von Kino und Theater. Film, aber ich möchte das Theater nicht missen. Ja. Aber Theater nur mit, auch mit Freunden oder ganz tollen Regisseuren wie der Castorf ist, nur leider nimmt man dem die Volksbühne weg, die Säcke. Dankeschön. Der zweite Film, den ich mir heute anschaute, war Girl Asleep von Rosemary Mayers aus Australien, was ein Film der Schiene Generation war und daher sehr auf Kinder und Kinderthemen ausgelegt war. Es geht um ein 15-jähriges Mädchen, was am Übergang zwischen 2 Lebensphasen ist, also Coming of Age in seiner typischsten Form. Und es war wirklich sehr schön gespielt und toll, auch vom Setdesign vor allem und den Kostümen. Ein sehr netter Film für Kinderfilmfans vor allem, aber auch für Erwachsene. The teenage experience, which is where you spend a lot of time in your room and you're living very much in your mind, and I think that's more what we wanted to focus on in this story. So looking at fairy tales, we really looked at this idea of the forest as a metaphor for the teenage years, from the journey from being a child to being an adult. And it was like, you know, some teenagers can get through the forest really easy, and some people have a really, really hard time getting through the forest. Ich habe heute auch einen extrem ereignisreichen Tag hinter mir. Das erste war das normale Wettbewerbsprogramm mit 3 Filmen. In der Früh habe ich mir angeschaut den mexikanischen Film Soy Nero. Da geht es um den jungen Nero, der in Amerika aufgewachsen ist, aber weil er die mexikanische Staatsbürgerschaft hat, ist er wieder nach Mexiko deportiert worden. Die einzige Möglichkeit, die er sieht, wirklich amerikanischer Staatsbürger zu werden, ist der Armee beizutreten. Der Regisseur wollte mit diesem Film die Thematik der Green Card Soldiers aufgreifen und hat das auch ziemlich gut rübergebracht, also dass Leute der Armee nur beitreten, damit sie die Green Card bekommen und alle Vergünstigungen, die man hat als Armeemitglied. Aber ich finde, dass der Film sehr einseitig war. Er hat sich nur auf die Immigranten fokussiert und nicht auf auch amerikanische Bürger, die der Armee beitreten, um diese Vergünstigungen zu erhalten. Der zweite Film, den ich mir heute angeschaut habe, war Genius. Und es war wirklich ein Geniestreich, kann man sagen. Hat mir extrem gut gefallen. Es geht um den Lektor Maxwell Perkins, der Autoren in seinen Verlag aufnimmt und diese auch weltweit bekannt macht. In seinem Verlag haben gearbeitet Autoren wie F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway und in dem Film halt besonders Thomas Wolfe. Der Film war wirklich, wirklich gut und die Charaktere waren fantastisch getroffen und der Cast hätte nicht besser sein können. Auch auf der Pressekonferenz war der Cast sehr sympathisch und ich konnte sogar mit 2 von denen, also mit Mr. Firth und Mr. Pierce, reden. Der dritte Film, den ich mir heute im Wettbewerb angeschaut habe, war mein Berlinale Flop, wirklich, Chirac von Spike Lee. Und es war wirklich... Er hat mich überhaupt nicht überzeugt und hat eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Es ist ein Hip-Hop-Drama mit Gang-Rivalitäten, was hätte eigentlich spannend werden können, vor allem wenn man sich an Filmen wie 8 Mile oder Straight Outta Compton orientiert, aber er hat überhaupt nicht überzeugt. Bei der Hälfte haben sogar mehrere Kinobesucher den Saal einfach verlassen. Das war es jetzt auch schon wieder von uns vom heutigen Tag und wir freuen uns auf alles Weitere, was das Festival uns noch zu bieten hat. Danke.